liebe Freunde des gepflegten YouPorn-Wankens und ich begrüße auch mal wieder alle PC-Zocker und Konsolen-Rocker. Ich bin der Blaze und ich bin mal wieder für euch unterwegs in Call of Duty Black Ops 2. Wir zocken hier die Storyline weiter, sind jetzt im dritten Level, jetzt auch in der Zukunft, 2025. Ich will jetzt hier nochmal eben meine Waffen aus und dann wird es auch direkt losgehen. Gut, kann man wohl nicht viel ändern. Welches Level einfach mal starten. How it started. Her old man tries to kill Menendez. Menendez wants payback, even if it takes decades. Menendez, back then, was a big fish in a small pond. He made his cake from the drug cartel out of Nicaragua. There's a hand-me-down. The CIA smoked his old man. Old Cyclops is pretty pissed at America. While we're fucking around the Middle East, the Russians and the Chinese are getting real cozy. Huh. Now, the politicians, they want you to think this is about ideology. It's a lot of horse shit. Give me your phone. Go ahead. Rare earth elements. Whole fucking world runs on this shit. Who controls all of it? China. So while corporate America is kissing China's ass. Now the mysterious Cordis Dias social network has crowdsourced simultaneous protests in both Iran and North Korea. Never seen in public, who really is the leader of Cordis Dias? He's known only as Odysseus. Odysseus? My ass. Raul fucking Menendez. Asshole. I told JSOC, but they were too busy. See, the drone race had started. I mean, really, guys? You're gonna build an entire military based on a mineral element that's wholly controlled by China? I need a drink. Dipshit! Oh, God. Give me a soda. Get it from the nurse's stash. None of that diet crap. China's Premier Chen is outraged by Cordis Dias' leaked memo, alleging the cyber attack was covertly ordered by the White House. And through all the dirty shit the U.S. government's gotten away with, this time, they're innocent and no one fucking believes them. They take out Cordis Dias' network. 2 days later, the director of the FBI burned alive. Right now, a billion people believe that Raul Menendez is their savior. Guess what, boys? He's not. You better take him out pretty fucking quick. That shit's gonna happen. Ja, das klingt ja vielversprechend hier. Look at that. Menendez got a whole private fucking army hidden out there. Cubans. Elite rank. State-of-the-art tech. How many followers does Cordis Dias have right now? What, a billion people? Try 2 billion. They'll never believe their leader's a terrorist. They think Menendez is their savior. They've got a hell of a disappointment coming. That's all I could say. So. Time to go see what Menendez has got hidden down there. Ja, das sieht ein bisschen hoch aus. Pizza Hut. Ja, genau. You ready, Harper? Alles klar. Da sind mal wieder die beiden Bambus-Affen unterwegs hier. Was wir doch in einem so ungefähr 10 Jahren haben werden. Ah, 12. Alles klar. So, press. Ich bin ja hier echt der große Fan von Interaktionen. Also ich glaube, so oft wie ich die in der letzten Folge von Resident Evil verkackt habe, glaube ich, hat das noch nie jemand gemacht. So, jetzt werden wir den hier nochmal signalisieren, dass wir ihn auffangen können. Das ist eine komische Variante hier von Felsen zu Felsen zu kommen. One more time. Let's go. Vor allen Dingen, dass die Saugnäpfe hier so an einem brüchigen Felsen funktionieren, das wundert mich ja doch sehr. So, dann immerhin weiter. Ah, schon geschafft.
Yeah, we're okay. Thanks to you. Puh, das war mal wieder knapp, aber Gott sei Dank hat man immer sein Messer gut bereit, um hier mit dem Baum in die Tiefe zu stürzen. His followers sure did. And what does Cordis Dia mean exactly? It's Latin. Hard day, some shit like that. Sounds like something noble. Checkpoint ist erreicht. That's what Menendez wants his followers to believe. Trust me. It isn't. Crosby, you're up. Alles klar. Wingman-Suit. Dann kann die wilde Party da jetzt abgehen. Jo. Alles klar, da müssen wir hin. Wie die Fledermäuse hier. Schon ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Hätte jetzt Right, man! Frag mich nur, ob das im wirklichen Leben auch so easy glatt geht. There, the gap in the mountain. Deploying shoot! Weil wenn ich die Leute Deploying da Hey. Ja. Ich sag da jetzt mal nichts so, das war ja mal voll der Fail. There, the gap in the mountain. Aber ja, deploying shoot. Checkpoint war ja erreicht. Deploying shoot. Deploying shoot. Alles klar, butterweiche Landung. Beim zweiten Mal klappt's immer. I'm good. Salazar, Crosby, you got the left side. Cover, ready on your go. Weiter hinterher. Gucken, was hier so los ist. Kurgan, this is Harper. Come in. Enemy is preparing to leave location. Advise. We need firm intel on their capabilities. You are clear to engage. Section, you seen this? Unsichtbare Buschnigger mit einer Waffe in der Hand. Ich stehe total drauf. Will fry their cloaking systems. Ah, war doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe, aber naja. So, jetzt komm her. Da ist noch einer, den habe ich. Ja, keine Chance, die Gegner. Salazar. Gut, dass es hier regnet, dass diese Idioten hier komischen Tarnanzug doch besser. Wollen wir nochmal den Aufzug nehmen. Müssen wir sowas anknicken. So was habe ich immer ein Messer parat für dich. That head, drone, take it off. Okay, we don't want that bastard airborne. Right? Salazar, take it out. On it. Oh. Drone's down. Eine gute Idee, aber ich denke doch die okay, Situation let's get ist moving. Relativ gut gelöst worden. Ist noch einer. Klar, man wirft keine Granaten mehr, man schießt sie 2025 über einen Handgelenk-Werfer ab. Aber das ist kein Thema hier.
Moving in! Das wird überhaupt was abgebaut. Mach mich echt gut hingucken, ne? Move in! Clear him out! Ein Treffer. Boah. Ah. Wow. Semtex mir entgegengeworfen, ja? Ich muss gleich mal gucken, dass ich neue Munition bekomme für meine Hauptwaffe, weil jetzt hab ich nämlich schon. Come on, we got him on the run! Haben wir doch mal die Waffe vom Gegner aufgenommen. Go, go, go! Da. Kann man noch Geduld halten? Weiter im Tank. So. Immer auf die Augen. Shit, fucking turret got the area locked down. Ja, komm schon. Alles klar, weiter geht's. Scheiße, da ausschalten. Das war nicht noch im Hinterhof von der hier noch abgeschlachtet werden. Torchdown! Von der Tankstelle, die eine Kugel zwischen den Augen haben wollen. Ah ne, da geht's nicht lang. Oh, was ist das denn für eine Scheiße? Schon wieder keine Muni mehr. Kraken, this is Section. Surface installation is neutralized. Moving to investigate secondary structure. Let's blow it. Stand back. Sehr gerne. Komisch, ich dachte 2025 müssen wir nur noch einen roten Knopf drücken und Krieg ist beendet. Scheint wohl doch noch ein bisschen länger zu dauern, bis wir Floodwaters may weaken the structure. Aber doch irgendwie interessant, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, wie wir 2025 Kriege führen. So. Mal gucken, wo kommen wir jetzt hier rein? Holy shit! Look at this! What we saw up top was just a front. Walls are several meters thick. We lose comms inside. Update Briggs. Tell them we're moving in. Kraken, this is Harper. Confirming SciTech installation beneath the temple. Requesting immediate cleanup and containment unit to our location. Be advised, we will lose comms as soon as we make our entry. Kraken confirms. Ground team moving for immediate insertion. Stand by for ETA. Salazar, get it open. Whew, Waffen. Wieder eine gruselige Weste. Oh, enemy's optic systems. We need to get our techs working on analysis. So ein bisschen fail, wenn maybe you should shoot up. They'll barely see you. Sehen ist. Warte mal, hier kann ich mir eine Waffe nehmen. Ein Maschinengewehr mit. Die fand ich eh scheiße.
All right. Son of a bitch! They got an ASD! His front's too tough! Spread out! Clear the area! Alles klar. Ihr dürft zuerst. Explodier. So, noch einer hier. Staubsauger mit Waffe. Okay, den haben wir auch erledigt. Wie lange habe ich denn dieses Auto mit Camouflage? Upstairs, go! Gut, dass meine Muni schon wieder leer ist. Muss ich doch mal ein bisschen sparsamer mit mir gehen. Keep pushing! They sure as hell don't want us in here! So, und jetzt ab durchs Fenster und nochmal hier die Schulklasse weghauen. Ich muss ja mal einen pinken Schlauchanzug anziehen, damit ich dich besser erkenne. Okay, lass mich mal bestümpeln die Nummer 1 hier. Und du kriegst ein Messer. Aber weiter im Takt. Ah. Zieh mal den Helm aus, ey. Man kann dich kaum erkennen. Ich weiß, siehst du echt aus wie die Spacken hier. Okay. Wollen wir die Scheiße mal jetzt hier wieder hacken und weiter im Takt. Oh, ich hasse diese Dinger, ey. Son of a bitch, another ASD! Target the nitrogen tank! I'm thinking, Salazar! That shit blows up real good! Explosive kleine Staubsauger, muss ich sagen.